durch ihre Ablehnung von Abtreibungsrechten oder die fehlende Unterstützung für Alleinerziehende oder Maßnahmen gegen Gewalt. Halt mal, die AfD nennt in ihrem Gesetzesentwurf zur finanziellen Förderung von Familien explizit Alleinerziehende mit. Schau mal hier hin. Also auch hier wieder reines Framing und Fake News statt sauberer Recherche. Hallo Freunde der schonungslosen Unterhaltung. Ja, meine Erwartungen beim Volksverpetzer sind ja nicht sonderlich hoch, aber vor kurzem hat er auf TikTok ein Video rausgehauen, das man so einfach nicht unwidersprochen stehen lassen kann. Dementsprechend verschwenden wir keine Zeit und schauen uns das doch mal direkt an. Hey, ich schreib dir jetzt vor, wie du zu leben hast. Spaß, ich bin ja nicht die AfD. Ja, Spaß, ihr wollt doch niemandem was vorschreiben und schon gar nicht, wie man zu leben hat. Soll ich mal einen Artikel von euch zitieren? Impfpflicht für die Freiheit. Impfpflicht bedeutet die größte Freiheit, auch für Impfverweigerer. Aber ja, nichts hat ja mit nichts zu tun, dementsprechend erstmal weiter. Die AfD will nämlich Frauen an den Herd zwingen. Frauen am Herd. Sie kochen aufopferungsvoll für ihre Familie, Kinder und Kochen erfüllen sie. Und ihr größter Wunsch ist es, eine Hausfrau zu sein. Was heißt hier eigentlich an den Herd zwingen? Es geht doch darum, dieses Leben zu ermöglichen. Wenn eine Frau für ihre Familie da sein und ihre Kinder selbst erziehen möchte, dann soll sie doch auch die Möglichkeit dazu haben. Wenn man lieber Karrierefrau sein will, kann man das doch machen. Aber die Entscheidung bitte nicht für andere Frauen mittreffen. Der neue Trend Tradwife ist sicherlich ein absoluter Traum für die rechtsextreme AfD. Die AfD möchte nämlich unbedingt, dass Frauen an den Herd gehen, egal ob sie das wollen oder nicht. Natürlich erstmal ein Framing aufbauen. Ist ja ganz wichtig zu sagen, dass die AfD rechtsextrem ist. Und dann natürlich auch noch dazu, dass die AfD Frauen zwingen will, Hausfrauen zu werden. Ob sie wollen oder nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt auch eine gute Begründung, sonst ist es nämlich eine ziemlich bösartige Diffamierung. Frauen arbeiten heutzutage fast so viele Stunden wie Männer, aber darüber hinaus leisten sie im Schnitt 9 Stunden mehr unbezahlte Arbeit pro Woche. Also umgerechnet einen ganzen Arbeitstag mehr. Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege, alles unbezahlt. Bedeutet auch weniger Zeit für bezahlte Arbeit und finanzielle Unabhängigkeit. Wo genau war da jetzt eigentlich das Argument dafür, dass die AfD Frauen hinter den Herd zwingen will? Was hier angesprochen wurde, ist ja der sogenannte Gender Care Gap. Und das Problem liegt doch darin, dass irgendjemand die Haus- und Care-Arbeit machen muss. Mittlerweile teilen sich Männer und Frauen diese, so verbringen Männer durchschnittlich 21 Stunden pro Woche mit unbezahlter Arbeit und Frauen 30 Stunden. Da kommt dann auch die Differenz von 9 Stunden zustande. Gleichzeitig arbeiten Männer aber deutlich mehr Stunden in ihrem Beruf, die Zahl der Überstunden ist höher und auch die Männer, die 48 Stunden und mehr pro Woche arbeiten, ist fast doppelt so hoch wie bei Frauen. Gleichzeitig liegt die Teilzeitquote bei Frauen bei 49,9%, das heißt die Hälfte der beschäftigten Frauen arbeitet unterhalb der Vollzeitnorm, bei den Männern lediglich 13,3%. Das heißt, grundsätzlich arbeiten Frauen erst einmal weniger. Das heißt, sie haben auch mehr Kapazitäten für Haushalt und Care-Arbeit. Natürlich könnten auch die Frauen mehr arbeiten, dann müsste erstens aber eine externe Person, also eine Putz- oder Pflegekraft, die anfallende Arbeit machen. Zweitens hätte man dann auch weniger Zeit für die eigenen Kinder, Erziehung und ähnliches. Und drittens müssten erst einmal alle Frauen auch eine 40-Stunden-Woche arbeiten wollen. Gerade in der heutigen Zeit streben doch sehr viele Menschen nach einer guten Work-Life-Balance. Das heißt, viele Frauen, die ich kenne, sind froh, dass sie nicht Vollzeit arbeiten müssen und machen dementsprechend die unbezahlte Arbeit für ihre Familie deutlich lieber als die bezahlte Arbeit für einen wildfremden Arbeitgeber. Und weil das Thema finanzielle Unabhängigkeit angesprochen wird, ja, es ist durchaus schwierig, eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, wenn man nur Teilzeit arbeitet. Aber in einer Ehe bildet man ja, sofern nicht anders geregelt, eine Zugewinngemeinschaft. Dazu gehört auch im Falle einer Scheidung ein Versorgungsausgleich.
Das heißt, es gibt gesetzliche Regelungen, die hier Fairness schaffen, beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt, sogar Unfairness gegenüber den Männern, aber das ist ja ein anderes Thema. Abgesehen davon soll das Ziel einer Ehe aber nicht die Unabhängigkeit voneinander sein, sondern die Verschränkung zweier Leben. Aber ja, in eurem Fall ist das ja alles Perlen vor die Säue, was ich hier argumentiere. Mehr Kinderbetreuungsangebote bedeutet mehr Gleichberechtigung. Die AfD lehnt das Leitbild der vollerwerbstätigen Frau allerdings ab und kritisiert sogar Kitas. Ihr Ziel ist die Rückkehr zum Bild der traditionellen Hausfrau. Es ist schon lustig, wenn selbst der BR-Faktenfuchs euch direkt widerspricht. Schaut mal hier. Nein, die AfD hat nicht im Programm, Kitas abzuschaffen. Sie möchte nur, dass die Betreuung von Kindern zu Hause finanziell gefördert wird, was die bestehende Kita-Situation entlastet und Familien die Chance gibt, ihre Kinder auch zu Hause zu erziehen, ohne große finanzielle Einbußen zu haben. Im Moment ist es ja eher so, dass Eltern ihre Kinder abgeben müssen, damit sie arbeiten gehen können. Das heißt, es ist wirtschaftlicher, die Kinder von Fremden aufziehen zu lassen, als sich selbst um die eigenen Kinder zu kümmern. Nur Gutverdiener können es sich im Moment nämlich leisten, dass ein Elternteil zu Hause bleibt, und das ist ja schlichtweg ungerecht und zwingt Menschen eine gewisse Rolle. Das heißt, euer ganzes Argument ist falsch herum aufgezogen und dämlich. Der Zwang ist das aktuelle System und die Freiheit wird erlangt, indem die Eltern wieder die Möglichkeit haben, ihre Kinder selbst zu erziehen. Jetzt mal ehrlich, wer so leben will, der kann das ja gerne jetzt schon machen. Aber wenn es nach der AfD geht, dann musst du so leben. Ja, und auch hier wieder mal ein reiner Strohmann. Wo wurde das denn gesagt? Gebt doch wenigstens mal eine Quelle an, wo die AfD das sagt oder schreibt, also dass Frauen nicht mehr arbeiten dürfen und stattdessen zu Hause in dem Herd stehen müssen. Und das auch mit Zwang umgesetzt werden soll. Ihr baut hier eure eigenen Strohmänner auf und argumentiert dadurch einfach ins Leere. Wenn es um die Rechte von Frauen geht, dann entlarvt sich die AfD als richtige Verbotspartei. Sie will nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Frauen noch weiter einschränken und noch strengere Abtreibungsgesetze einführen. Damit gibt sie basically... Hey, pass mal auf, wenn hier einer unnötige Anglismen verwendet, dann bin ich das, verstanden? Biatch! Offen zu, dass sie Kontrolle über die Körper der Frauen ausüben möchte. In Frankreich zum Beispiel ist das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in der Verfassung verankert. Davon können wir in Deutschland bisher nur träumen. Ja, davon könnt ihr wirklich nur träumen. Ich hoffe nämlich, dass dieser Traum niemals in Erfüllung gehen wird. Denn wie in meinem Video Abtreibung ein komplexes Dilemma erwähnt, ist Föten töten kein Menschenrecht. Die Selbstbestimmung der Frau fängt vor allem schon deutlich früher als beim Dilemma der Abtreibung an, nämlich bei der Auswahl ihrer Sexualpartner und der Auswahl der jeweiligen Verhütungsmethoden. Wenn sie dann ungewollt schwanger ist, dann geht es ja nicht mehr nur um ihren Körper, sondern auch um den Körper des Fötus. Das heißt, es müssen hier zwei Rechte gegeneinander abgewogen werden. Im Falle von kriminologischer oder medizinischer Indikation ist das natürlich etwas anderes, aber das ist auch die absolute Minderheit der Abtreibung. Um genau zu sein, sieht das 2023 so aus. 35 aufgrund kriminologischer Indikation, 3.996 aufgrund medizinischer. Die übrigen 102.187 Abtreibungen sind, auch wenn es ein hartes Wort ist, Lifestyle-Abtreibungen. Und welches Argument spricht jetzt dafür, diese zu vereinfachen? Und weil ihr es gerade angesprochen habt, was heißt denn die Selbstbestimmung der Frauen noch weiter einschränken? Inwiefern ist die denn in Deutschland gerade eingeschränkt? Was darf eine Frau denn nicht, was ein Mann darf? Schwangerschaftsabbrüche sind noch immer verboten und lediglich unter ganz bestimmten Auflagen straffrei. Dadurch wird das Recht auf Gesundheits- und Entscheidungsfreiheit gefährdet, sagen VerfassungsschutzexpertInnen. Im EU-Parlament stimmten die meisten deutschen Abgeordneten für mehr Schutz gegen Gewalt an Frauen. Nur die AfD nicht. Ach Gott, wie viel Blödsinn wollen die eigentlich noch erzählen? Experten können ja erstmal viel sagen. Aber das aktuelle Gesetz ist an sich schon ein sehr guter Kompromiss zwischen Abtreibungsbefürwortern und Gegnern. Warum sollte denn das Töten eines Fötus straffrei sein? Welches Zeichen würde die Straffreiheit denn an die Bevölkerung senden? Und manchmal wünsche ich mir wirklich, ihr würdet auch nur einen einzigen Schritt weiterdenken. Ja, und dann kommen wir zu den Abstimmungen im Bundestag. Da ist es nämlich sehr schwer darauf einzugehen, wenn der jeweilige Gesetzesentwurf nicht genannt wird. Aber es gibt zum Beispiel einen aktuellen Gesetzesentwurf der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag mit dem Titel
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches und weiterer Gesetze. Verbesserung des Opferschutzes, insbesondere für Frauen und verletzliche Personen. Und zu diesem sagt die AfD ganz offen, dass die richtigen Stellschrauben ausgemacht wurden, man sich ein solches Gesetz aber schon 2015-16 gewünscht hätte, also als die Union in der Regierung war und das auch hätte schnell umsetzen können. Also es ist grundsätzlich eine plumpe Lüge, dass die AfD gegen den Schutz von Frauen ist. Und bei der fehlerhaften Recherche wundert ihr euch wirklich beim Volksverpetzer darüber, dass ihr eure Gemeinnützigkeit dieses Jahr rückwirkend für 2021 verloren habt? Ich verstehe ja, dass man ein wenig salzig ist, wenn einem hohe Steuernachzahlungen drohen, man jetzt gewerbesteuerpflichtig ist, man keine Spendenquittung mehr ausstellen darf und deswegen viele Spender abspringen. Aber wie wäre es denn damit, einfach daraus zu lernen und die Qualität der Beiträge zu erhöhen? Aber nee, lieber auf der eigenen Webseite fleißig weiter um Geld betteln. Und ich wundere mich wirklich, wer für sowas freiwillig spendet. Ihr habt 4 Vollzeitkräfte, 6 Teilzeitkräfte und 3 Minijobber. Und ihr bekommt es nicht einmal hin, sauber zu recherchieren oder mindestens Quellen anzugeben. Ganz ehrlich, da arbeite ich neben meinem Vollzeitjob akkurater. Das ist doch einfach nur peinlich, was ihr hier abliefert. Das hier hinter mir sind 150 Kreuze. So viele Frauen wurden in Deutschland im letzten Jahr von ihren Partnern getötet. Das sind einfach mal alle 2 bis 3 Tage ein Femizid. In Berlin gab es erst kürzlich 2 Femizide kurz hintereinander. Ein Femizid ist übrigens die Ermordung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Wir müssen jetzt handeln, um diese Gewalt zu bekämpfen und präventiv gegenzuwirken. Offenbar steht die AfD auf der Seite der Täter. Wartet mal, also die AfD ist jetzt schuld an den Femiziden, die in Deutschland passieren, weil sie keinen ideologisch verblendeten Entwürfen der Linken und Grünen zustimmt. Ja, aber euch mit Argumenten zu kommen, ist wohl gar nicht so leicht. Immerhin könnt ihr nicht mal zählen. Hinter euch sind nämlich auch keine 150, sondern 155 Kreuze an der Wand. Aber gut, versuchen wir es trotzdem mal mit Argumenten. Wir schauen einfach mal in die Partnergewaltstatistik. Und leider gibt's diese nur für das Jahr 2021 bisher, dementsprechend müssen wir damit vorlieb nehmen. Also was man hier schon mal sehen kann, dass 1/5 aller Fälle unter Alkoholeinfluss passieren. Und wenn man dann weiter nach unten schaut, sieht man, dass 65,6% der Tatverdächtigen deutsche Staatsangehörige sind und 34,4% Ausländer. Bei einer Quote von 14% an der Gesamtbevölkerung sind Ausländer ohne Pass also 2,5-fach überrepräsentiert beim Thema Partnergewalt. Also was wären wohl geeignete Maßnahmen, um mindestens 1/3 aller Gewaltdelikte gegenüber Frauen zu verhindern? Aber ja, mit Zahlen und Logik kommt man bei euch eben nicht weiter. Rund die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sind Frauen. Die AfD aber betreibt aktiv Politik gegen Frauen. Ob durch ihre Ablehnung von Abtreibungsrechten oder die fehlende Unterstützung für Alleinerziehende oder Maßnahmen gegen Gewalt. Halt mal, die AfD nennt in ihrem Gesetzesentwurf zur finanziellen Förderung von Familien explizit Alleinerziehende mit. Schau mal hier hin. Also auch hier wieder reines Framing und Fake News statt sauberer Recherche. Aber Hauptsache erstmal ein wenig mit dem Rotstift eskalieren, da fällt das niemandem mehr auf, was für Blödsinn hier erzählt wird. Die Konsequenz? Frauen gehören für die AfD zurück an den Herd. Entscheidungsfreiheit, ade. So sagen sie das natürlich nicht direkt. Aber ihre politischen Forderungen würden letztendlich dazu führen, uns in traditionelle Geschlechterrollen zurückzudrängen. Du darfst es dir nicht aussuchen. Alternativen werden dir schwer gemacht. Sie sagen das zwar nicht, aber die meinen das so. Weil wir ihnen das mit unserem Framing unterstellen. Und das Ganze dann mit der Begründung, die sind rechtsradikal und bei den Quellen, trust me, bro. Das Traurigste an dem ganzen Video sind wirklich auch die Kommentare darunter, da es offenbar Menschen gibt, denen genau sowas ausreicht. Da steht dann zum Beispiel, danke für die Aufklärung oder guter Content, danke. Also manchmal kann ich wirklich verzweifeln, wenn ich sowas lese.
In nur wenigen Tagen sind die Landtagswahlen in Brandenburg. Wenn du willst, dass Frauen selbst entscheiden dürfen, dann musst du wohl eine andere Partei wählen. Und wenn du dich mehr informieren willst über rechte Mythen und wie du die bei deinen Familienfeiern am besten die banken kannst, dann schau doch mal rein in unsere Broschüre. Nee, danke, wirklich kein Interesse. Also selbst wenn die Broschüre doppelt so gut recherchiert wäre wie dieses Video, wäre sie immer noch eine absolute Nullnummer. Und allein, dass sich hier eine junge, unverheiratete Frau hinstellt, die keine Familie gegründet hat, die noch nie in ihrem Leben Vollzeit gearbeitet hat, geschweige denn in einem Beruf, wo man Leistung bringen muss, sagt alles über dieses Video aus, was es zu wissen gibt. Dementsprechend belasse ich es auch dabei für heute und hoffe, ihr konntet das Video mit meinen Kommentaren ansatzweise ertragen. Dann lasst mir gerne noch ein Like und Kommentar da. Und damit ihr zukünftig nichts verpasst, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Schonungslos, over and out.